Ja, willkommen, mein Name ist Dani Rollping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Insel, die sich hier in der Nähe befindet, erkundet und wurden von einer Horde Maia-Lobs angegriffen. Und ja, da ist eine Maia-Lob-Königin und die wird mich wahrscheinlich fertig machen. Alter. Und es sind Momente wie diese, in denen ich froh bin, meinen Fatman dabei zu haben. Er wird jetzt erstmal volle Möhre rausgeholt. Und das blöde Maillot-Königin-Viech wird jetzt erstmal zerstört. Was ist das? Boom, weg. Ach, das ist so geil. Leider werden die Dinger immer weniger. Irgendwann werden die mir ausgehen. Ist ja blöd, dass ich hier in so ein. Alter, was macht mir so viel Schaden? Bin vergiftet, oder? Nee, doch. Ja. Ja, Fatman macht irgendwie alles viel einfacher, habe ich das Gefühl. Solange ich den noch habe, dürfte mir eigentlich nichts passieren. Jeder Kampf wird hier zum verdammten Klacks. Ich find's geil. Also wenigstens meine Entschädigung für die alle anderen Kämpfe, die immer voll überschwer sind. Und da sehe ich etwas sehr Geiles. Ich sehe was sehr Geiles. Wie viel habe ich Glück im Moment? 6. Bam, die Glückswackelpuppe. Es gibt nur eine Möglichkeit, 110, 110% zu geben. Dein Glück wurde da auf 1 erhöht. Yay. Yay. Ah, schön geil. Danke. Oh, geil. Mein Glück ist dauerhaft auf 7. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Ah, kritischer Sparer. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht als Perk. Dann kann ich mir kritische Treffer aufsparen. Da kann ich mehrere kritische Treffer auf einmal einsetzen, glaube ich. Ah, schön. Freue ich mich. Hat sich sehr gelohnt. Vor allem Glück ist gar nicht so ein schlechter Wert in dem Spiel. Aus. Oh Gott. Au. Sag mal noch ein Viech, nee. Ist ja eher das. Das heißt, ich bekomme dauerhaft wieder bessere Sachen. Ein König auch noch, willst du mich? Wenn ich auf den Arm nehme. Das schreit doch hier nach dem Big Boy. Ja, ich weiß. Autsch. Warum? Ich war doch weit genug entfernt, Mann. Habe ich jetzt vier Sachen geschossen? Ja, außer hätte ich vier Dinge auf einmal geworfen. Oh mein Gott. Hinterlässt hier nur so ein Fleisch. Wo ist die Königin? Hier ist die Königin. Kronkorken. Königinfleisch, warum nicht? Und ein Jagdwert. Ja. Mein Glück zahlt sich schon jetzt aus. Aber da sind wir ja gewesen, ne? So. Yes, ich freue mich, eine Wackelpuppe bekommen zu haben. Ja, nur eine für einen Parameter. Für ein Stat. Für Special, wisst schon. Dann auch noch Glück. Welche neue Intelligenz-Wackelpuppe? Ich glaube, die habe ich auch noch nicht. Ich meine, einen Wert in einen Parameter reinzuballern ist zwar auch nicht schlecht, aber deswegen werde ich auch keinen Parameter, wenn ich hier plane, alle hochzuleveln, auf 10 oder so zu bringen. Ich glaube, 10 ist das Maximum.
Weil da habe ich auch in Fallout 3 mal gemacht. Weil es gab irgendwann. Boah, leck mich, wie viele sind da noch? Weil es gab ein Perk, das man auf den letzten Level nehmen konnte. Und das hat jeden Special Stat auf 9 gebracht. Und ja, das heißt, die Wackelpuppen sind eigentlich verschwendet gewesen. Also wie schnell. Deswegen muss man darauf achten, die Wackelpuppen erst zu nehmen, nachdem man das Perk freigeschaltet hat. Das heißt, man muss bis Level 30 spielen, also ich habe das jedenfalls mal gemacht. Bis Level 30 spielen, dann diesen Perk nehmen, um alles auf 9 zu bringen. Und dann die Wackelpuppen alle einsammeln. Weil dann hat man alle weiter auf 10 bekommen. Ich nehme an, es gibt auch hier für jeden Wert nur eine Wackelpuppe. Das würde keinen Sinn machen. Das heißt, ich sollte jeden Wert maximal auf 9 nur bringen. Also es gibt. Weil wenn ich den auf 10 bringe und dann eine Wackelpuppe finde, dann ist er verschwendet. Wo gehst du hin, verdammt? Deswegen sollte ich die auf 9 bringen. Und dann gucken, ob ich die Wackelpuppe dafür habe. Wenn ja, kann ich ruhig ausgeben. Wenn nein, dann. Boah, mir wird das langweilig jetzt erklärt. Da. Ja, aber ich fragte hier niemand. Wo bist du jetzt hingelaufen? Verdammt. Ich kann die Werkstatt wahrscheinlich nicht aktivieren, solange das Ding hier noch rumläuft. Aha. Also, das macht eigentlich schon richtig derbe Schaden, ne? Weil das nur eine 10 mm Pistole ist. Weil der so schnell ballert. Irgendwie, aua. Gar kein Nachteil, habe ich so das Gefühl. Meine Güte. Alter, verpiss dich. Kommt denn der schon wieder her? Muss ich erst wieder meinen Big Boy rausholen? Hab keinen Bock, hier nochmal mit rumzuschießen. Dann geht meine Munition viel zu schnell alle. Meine Gamma-Patron möchte ich jetzt auch nicht wie blöd hier verschwenden. Ich auch nicht unendlich von. Ich weiß ja nicht, wie man die findet. Sind zu selten irgendwie zu finden, habe ich das Gefühl. Wenn ich den erledigt habe, Bastard. Ich glaube, er ist Meile, könnte ich halt diesen roten Laserstrahl eingesetzt. Ist wirklich so sicher, ist hier eine Siedlung zu bauen. Ich hätte immer nur Angst, dass hier so Meierlöckchen rumlaufen. Ja, lang lebe der König. Gut. Boah, jetzt nicht echt, oder? Willst du mich eigentlich verarschen? Wie viele von denen laufen denn hier noch rum? Also, wann geht die Munition hier aus, wenn es so weitergeht? Alter, da sind doch jetzt langsam echt genug Gegner hier, finde ich. Das ist nicht auch noch einer, oder? Nee. Oh, Batman, das war vielleicht nicht so gut. Nee, das war nicht so gut. Jetzt liegt wieder zu viel. Bist nicht. Aua, aua. Macht so viel Schaden, das Ding.
einfach mal zurück zu dieser Leiche. Ich glaube, da waren Mini-Atombomben. Ich guck mal, ich ein neues Set von Waffen, ja. Also, mein Gott, haut das Viech wieder ab. Hauen wir die Viecher anderen ab. So, warte mal, ich gehe jetzt da zurück und gucke, ob ich jetzt hier eine Siedlung bauen kann, weil dann kann ich ja Geschütze eben bauen. Aber kann ich nicht. Ich brauche Klamotten, um die Sachen zu bauen. So. Oh Gott. Nö. Das wird die Folge für den Big Boy. Die Folge. Da geil ich dann jetzt verdammte Werkstatt, die benutzen kann. Da komm schon. Nein. Wir schaffen das. Aus dem Blick verloren. Wo seid ihr? Wir müssen noch normal. Ich muss ja, ich muss dich ja erledigen können. Ist dir hingefallen? Da tut mir leid. Hey, guck mal, wer da ist. Ah, oh, nächster. Oh Gott. Warum rennt ihr alle von mir weg jetzt? Ja, auch noch ein Viech. Ey, Alter, wie viele Viecher laufen denn hier noch rum? Mir geht die Munition ja aus. Alter, warum haut ihr jetzt alle ab? Problem. Oh. Bist euch von meinem Eigentum? Oder nicht? Wenn wir rennt doch weg, Mann. Wo ist ja eine Siedlung? Was macht da jetzt dagegen? Ja, guck euch das mal an. Ich kann ja alles jetzt benutzen. Ich kann die ganze Insel als Siedlung benutzen. Was? Das ist auch voll übertrieben. Warum geht da meine an? Das ist doch gigantisch hier. Renn ich jetzt hier weg, weil ich in der Siedlung ab oder wie? Ne. Da können sich zukünftige Siedler drum kümmern. Nee, ich bin vertagt. In dieser Siedlung. Wird schon gut gehen. Falls da irgendwelche hinkommen. Wo wenn ich, nicht so ein Ding dahin platziere, so ein Funksignal, dann kommen da sowieso keine hin. Nee. Gut, weiter. Das Schiff interessiert mich noch und das ist sogar gut Warwick. So, ist das, schreibt mich da nicht so. Ich glaube, da müsste. Ne, da ist die Siedlung, aber ich möchte erstmal zu dem Schiff steigen. Ach, dann gut man sich. Müssen wir auch einen dritten Arm haben? Was denn? Das hat er mir hingeworfen. Das ist mal eine übertrieben große Siedlung, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vielleicht kann ich ja dann Basis bauen. Nee. Warte mal auf die DLCs. Vielleicht bringe ich auch irgendwie geile Optionen so basenmäßig heraus. Neue Orte, die auf der Karte
auftauchen oder so. Ich muss unbedingt was trinken. Mein Hals bringt mich um. So, was haben wir hier? Haben wir jetzt hier was Anständiges? Letztendlich hat sich das ja zum Glück gelohnt. Mit den Erkunden der Inseln. Ich habe eine Glückswackelpuppe bekommen. Ist doch schon mal richtig geil. So. Also ganz abseits vom Ödland will ich auch nicht eine Basis bauen. Und die. Weil eigentlich ein geiles Versteck ist. Und das sieht so aus, als wäre da irgendwas. Nämlich direkt an Rivet City aus Fallout 3. Eine Siedlung auf dem Schiff war, nur das Schiff war riesengroß. Und das hier ist durchschnittlich. Und hier sind viele Gegner. Sehe ich gerade. Und ich habe nicht viel Munition. Da sind Meyerlocks natürlich. Fall da runter. Fall da runter. Das war nicht gut. Wo hat mich hier jemand angegriffen? Von der Seite hat mich jemand angegriffen. Oh Mann. Das war, glaube ich, nicht gut. Shit. Komm ich hier raus? Glaube, ich bin jetzt hier gefangen, ne? Ewig. Ne, gut. Mann, warum müssen wir denn schon wieder Myerlock sein? Ehrlich? Warum kann ich nicht springen? Danke. Oh, da bist du sogar. Mann, ich will nicht gegen Myerlocks kämpfen, ey. Dauern so lange, bis ich die erledige. Guck mich da halt an, ey. Ich tue ja gar keinen Schaden anrichten. Machen wir mal weiter. Ah. Mag ich nicht die Gegner. Ja, was? Und hier ist Zivilisation auch noch. Jetzt wäre man lieber als Meyerlock. Aber diesmal komme ich euch hier einen Schritt voraus. Duelist. My hair is coughing, my hair is. Mein Haar hustet, mein Haar hustet. Forbidden, happening. Recognize. Occasion. Oh Gott, verdammt. Convince is necessary. Disagree, das gibt's so einfach nicht. Nur ein oder zwei. Terrified. Repairing. Desperate. Boah. Oh, gut, desperate. Disparate. Disparate. What? Ich
Desperate. Halt! Da waren 5 richtig, da war aber kein Wort, das annähernd so geklungen hat. Countdown. Countdown, Residenz, nein. Nein, das wurde gesperrt. Ich bin in 10 Sekunden zurückgesetzt, ach so, okay. Was für eine Sprache haben wir gerade gesprochen? Das war nicht Deutsch. Replicate. Da macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, diesen einen Perk zu holen. Der sowieso nach 10 Sekunden wieder frei ist. Convicted. So, jetzt komm schon. Convinced, also. Jawohl. Kann ich nicht mal einstellen, dass die irgendwie auf andere losgehen? In Fallout 3. Anscheinend nicht. So, die sind schon mal aus. Hab ich jetzt 2 Türme oder so ausgestellt, ne? Hab mir einfach vollgebracht. Bin ich irgendwie blöd, dass ich nicht mal einstellen kann, dass die auf andere Leute losgehen. Was haben wir denn hier? Ihr denn alle? Hör auf mich zu ignorieren! Das ist ein normaler Raider gewesen. War noch ein zweiter irgendwo. Das ist auch so ein Abenteurer, was? Ich 2 normale Räder. Das ist das. Oh, ich brauche Munition, ehrlich. Ja, Preston, scheiß auf. Scheiß auf Schleichen und so, ne? Ich fahre so Kämpfe an Borderlands. Okay, ihr sprecht nicht Deutsch, hab ich das Gefühl. Alter, irgendwie mache ich letztens gar keinen Schaden mehr. Oh. Nein. So, hier hab ich noch Munition, wie blöd. Da ist ein MG, dafür da geht die Munition so schnell alle. Geht. Ist der zweite. Du kannst auch eine geile Siedlung bauen, habe ich das Gefühl. Call of Duty Tower. Ungern wieder darunter fallen. Wow. Das hatte ich geplant. Oh, die Stange Zigaretten, ne? Die hat es mir gegeben, ehrlich. Irgendwann wird hier noch so 10 oder irgendwie so was wiegt. Verdammt. Schwierig. Nee, ein paar Sachen weg. Hallo, komm eins. Aber du bist ja mal mit Namen.
Naja. Steckt so schön da drin. Ist das einfach. Die Schüsse noch. Was ist das? Nein. Hi, Preston. Entschuldigung, Preston. Okay. War schön. Aber so schnell wie meine Munition mit dem Teil hier weggeht, ne? Das ist unglaublich. Hauptsache die Vögel, die leben noch, ne? Irgendwie, passiert ja andauernd alle 2 Stunden so. Ja genau, aber wenn ich in meiner Basis hier versuchen will, ein Kabel zu verlegen, dann muss ich auf Wände achten. Pff. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Bin froh, dass es vorbei ist. Bye. Aber wir noch jagen. Auf eine Fraser. Ach ja. Gratis Erfahrungspunkte. Ohne dass die sich wehren. So. Ehrlich gesagt, hier ist noch. Irgendwer. Oh, komm mal, Patronen, sehr gut. Ich muss gleich nochmal zurückgehen und die Dinge jetzt kaputt machen, fällt mir auf. Die anderen Geschütze. Also. Und wenn die Atombombe, sehr gut. Was seid jetzt hier wieder für die Dingens? Oh, ich dachte, das wäre. Vielleicht kann ich ja hier. Wo ist denn hier noch jemand? Knopf, okay. Ich würde sagen, den Knopf drücken wir in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.